Hallo und herzlich willkommen jetzt zu einem weiteren Reaction-Video von mir, dem The T-Spyro. In meiner letzten Reaction zum neuesten Video von Agrol hatte ich es ja schon angekündigt, dass meine nächste Reaction zum neuesten Video von Frogalorga, Make New Friends, sein wird. Und ja, also das Thumbnail hatte mir schon so ein bisschen verraten, dass es anscheinend wieder im G5-Universum spielt. Also, nachdem ihr, sag ich mal, auch das letzte Video von Frogalorga so komisch geendet hatte, wo die ja Aufseherinstalle, würde ich jetzt mal sagen, die da anscheinend die Kontrolle über alles hat, dieses Multiversum so aufgemacht hat, also diese ganz vielen verschiedenen Welten und dann dieses Grinsen drauf hatte, hat für, also wenn ich jetzt so diesen Titel sehe von dem neuen Video, könnte ich mir irgendwie so vorstellen, dass jetzt ihre Mission ist, in den neuen Welten irgendwie Freundschaften zu schließen, um halt Twilights oder beziehungsweise Twilights Lektionen zu folgen. Oder dem, was eben Twilight ihr beigebracht hat. Mal sehen, ob ich recht habe. Auf jeden Fall freue ich mich auf das Video. Bin wieder sehr gespannt, was Frogalorga sich hier wieder einfallen lässt. Was wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr lustig sein wird. Was auch immer es wird. Ich freue mich drauf und würde sagen, wir legen los mit Make New Friends von Frogalorga. Kopfhörer noch auf. Hatte ich jetzt eben gerade vergessen. Ey, jetzt hört mal auf, hier rumzutoben. Ihr macht zu viel Krach. Die beide immer. Immer wenn ich aufnehme, fällt denen ein, dass sie rumtoben müssen. Ich hoffe, man hört es nicht zu deutlich. So. Make new friends by Frogalorga. Ich starte das Video. Jetzt. Da ist es schon, die Starlight. Portale und Portale und... Ja gut. Einfach mal ein bisschen verschieben. Ach ja, die Erdpony-Magie. Tja. Wenn das mal in unserer heutigen Welt so einfach gehen würde, die Holzindustrie und auch irgendwie die Umwelt wäre wesentlich besser geschützt, wenn man so viel, so schnell so viele Bäume pflanzen könnte. Man kann es auch übertreiben mit der Blume. Von jetzt haben wir eine riesige Biene. Ja. Das dachte ich mir. Ist das dein fucking Ernst? Du lässt einfach dein Smartphone wachsen. Warum? Aber gut, jetzt hat man mit dem Handy ein Heimkino. Ach, Pausi! Ich muss ehrlich sagen, durch Tell Your Tale habe ich Pausi irgendwie lieb gewonnen. Weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil sie mir leid tut. Du kannst nicht wegziehen. Testsubjekt Nummer 34. Ist das dein Ernst, Frogalorga, dass jetzt Pausi hier wieder die Leidtragende ist? Och nee, die arme Pausi. What? Oh fuck. For kids. Ernsthaft? What the hell? Das ist nicht für Kinder, das ist gruselig. Ja, kannst du momentan erstmal nichts gegen machen. Sie knallt irgendwo gegen, oder? Junge, wie weit denn noch? Das war so klar, dass sie irgendwo gegen knallt. Ein Schneeball. Ein wirklich großer Schneeball. Wow.
Was ist da drin? Wo kommt das Licht her? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sonne so stark da scheint. Oh. What the? Ja, jetzt wird Starlet plötzlich zum Testobjekt. Starlet, ich glaube, das war nicht so gut, was du da getan hast. Der Ball, er kommt näher. Wie sie erschrocken zurückweicht. Ja, genau. Sie ist einfach unsterblich. Forgalorga erschafft einfach einen neuen Charakter, der einfach vollkommen irre ist. Lauter neue Freunde. Okay, da lag ich ja mit meiner Einschätzung, was das Video werden könnte, ganz weit daneben. Also, finde ich aber irgendwie interessant, dass er sich jetzt selber die eigene Story jetzt wieder zurechtelegt. Vielleicht, weil er doch wirklich nicht so ganz was mit G5 anfangen kann. Mal sehen. Aber die Idee mit diesem dämonenartigen Pony, was jetzt aus dem Eis befreit wird. Bin mal echt gespannt. Also ich bin jetzt echt gespannt, wo das hinführt, was er da vorhat, weil das ist jetzt wieder so, jetzt ist wieder echt so eine Sache geschaffen, dass ich wirklich richtig Bock habe aufs nächste Video. Also das ist jetzt echt wieder auch so ein fieser kleiner Cliffhanger. Was auch immer da kommt, ich freue mich drauf und also dieses Pony ist wirklich komplett irre. Durchgeknallt, diabolisch irgendwo auch, aber trotzdem irgendwie freundlich. Oder zumindest freundschaftlich. Und irgendwie anscheinend auch unterwürfig gegenüber Starlet, weil sie sie befreit hat. Keine Ahnung, also das ist irgendwie so abstrus, aber irgendwie gefällt es mir trotzdem. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich bin gespannt auf neue Videos. Jo, mehr fällt mir jetzt eigentlich nicht dazu ein, zu dem Ganzen, also... Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr genauso gespannt seid auf das nächste Video von Forgalorga, wie ich es bin und dass ihr auch Spaß an dieser Reaction wieder habt oder hattet, besser gesagt, und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer The D-Spyro. Ciao.